Ja Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Pokémon Feuerrote Edition. Es ist an der Zeit, dass wir endlich die Top 4 herausfordern. Und ja, wie schon beim letzten Part erwähnt, ich werde ein bisschen leveln. Ja, und das habe ich jetzt gemacht. Unser komplettes Team ist auf Level 50. Aber eine Sache gibt es noch, die wir ändern müssen. Und zwar Yugong möchte ich noch ein Level abgeben, denn dann kann der endlich den Eisstrahl erlernen. Ab Level 51 erlernt er den nämlich. Und Leute, ich hätte ihn früher lernen können. Ich weiß, wenn ich Europe gelevelt hätte, aber ja... Ich habe dann doch gesagt, ich hole mir zuerst mal Yugong ins Team und naja, jetzt ist halt eben, hat es eben ein bisschen länger gedauert, bis wir einen Eisstrahl bekommen, dafür ist es jetzt eben soweit. So, wir können entweder die Eiseskälte verlernen oder den Aurora-Strahl. Ich würde trotzdem sagen, Aurora-Strahl ist mir doch ein bisschen zu wichtig. Und deswegen, weil die Eiseskälte eher mit Glück zu tun hat, also viel Glück, ne. Weg damit. Das kann ich wirklich beim Champkampf dann später auch nicht gebrauchen, deswegen ne. Ich meine, cool wäre es irgendwie schon, wenn man beim Champkampf auf einmal so reinballert mit, ihr wisst schon, mit einer Eiseskälte und auf einmal trifft die, aber nö, werden wir nicht machen. Ja, und für den ersten Kampf, ich rüste mich schon mal direkt aus. Ich habe Aerodactyl als erstes, das ist schon mal ganz falsch, weil der hat mega krasse Nachteile im ersten Kampf. Wir gehen auf Raichu, denn der erste Kampf, der uns bevorsteht, ist gegen Loredei, glaube ich, heißt sie. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei. Ich gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du bist um Gnade, Winston, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Bist du bereit? Ja, komm, ich will endlich Champ werden. Ich meine, by the way, ich weiß nicht, wie viel ich heute schaffen werde. Ich sag mal, die ersten drei Trainer sind schon ein ganz guter Richtwert. Kommt natürlich darauf an, wie schnell wir eben sind. Ich meine, Lorelei sollten wir relativ easy sogar besiegen. Auch wenn sie stärker ist als wir, aber mit... Come on, mit einem Raichu. Da sollten wir schnell durchsausen. Ich meine, natürlich ein bisschen Spaß am Umgehen. Och, komm. Das Ding hat das wirklich überlebt. Hagelsturm, cool. Okay, das kann mir egal sein. Das macht ein bisschen Schaden, ne? Soll ich jetzt mit einer Schockwelle kommen oder gleich direkt nochmal mit dem Donnerblitz? Ja, komm bitte, gar nichts. Gut, Donnerblitz hat eh 15 AP und wir haben eh ein bisschen Elixier, somit passt das schon. Ich meine, ich bin davon ehrlich gesagt ausgegangen, dass wir ab und zu eventuell vielleicht nochmal das ein oder andere Elixier benötigen werden. Einfach um unsere AP aufzufrischen, weil, naja, wir werden jetzt sehr viel spammen. So, aus das. Ich glaube, der ganze Kampf sollte mit Raichu eigentlich wirklich ein Klacks werden. Ne? Und vor allem für mich gibt es ehrlich gesagt keinen Grund, irgendwie auf ein anderes zu setzen. Ne? Weil ich glaube, alles, was wir haben, hat irgendwie einen Nachteil. Also Wasser ist Wasser und Eis verwendet die hauptsächlich. Wasser ist ein Vorteil gegenüber Glurak, gegenüber Aerodactyl, gegenüber, ja, also einfach meinen Stärksten. Und Eis ist ebenfalls Aerodactyl schwach. Ich glaube sogar eine Vierfachschwäche, wenn ich alles täuscht. Wobei, ne, Blödsinn. Ne, stimmt nicht ganz. Nicht ganz viel Verschwächer. Es ist mir auf alle Fälle zu Risiko, sagen wir es so, wie es ist. Wobei, hier könnte ich jetzt wechseln. Und zwar auf Aerodactyl. Weil Lamos ist ja nur Wasser und Psycho. Das ist gut. Keine Eisattacken, hoffentlich. Und das heißt, ich kann ein bisschen mal mit Ding reingehen, mit Biss. Vor allem, da ich Aerodactyl mit nicht mehr dem EP-Teiler, sondern mit dem Schattenglas ausgestattet habe. Sprich, die Unlichtattacken werden ein bisschen stärker und der Biss ist ja schon eine coole Geschichte. Also mein Hagelsturm nervt gerade ein bisschen. Achso, lol, das... das haut ihm jetzt selbst dann auch ein bisschen aufs Maul. Ja, es zieht schon gut ab. Lol, das war ein Volltreffer. Amnesie. Okay, er verstärkt sich gerade selbst mit Spezialverteidigung. Verdammt! Ja, da kann ich das mit dem Biss dann, glaube ich, gleich wieder vergessen. Oh Gott, nee, also ich glaube, Biss wird jetzt gar nichts mehr abziehen, wenn es blöd läuft. Ich probiere es trotzdem mal. Nee, gar nichts mehr. Och Mann, ja und Gena auch noch, dass ich einpenne. Gut, ich glaube, ich muss gleich wieder auf Raichu zurückwechseln, das macht sonst keinen Sinn. Oder was hätte ich sonst noch? Nidoking bringt nichts. Die Relax ist ja beim Tank, den bewahre ich mir auf. Und Yugong ist allgemein useless hier.
Der wird für andere Aufgaben nötig sein, aber hier leider kann er gar nichts machen. Surfer. Ja, verdammt, okay. Yo! Übertreib halt komplett. Was? Raichu ist down, oder? Lol. Ey, die Schockwelle. Ich dachte, das wird sich ausgehen. Verdammt. Und das war's mit Raichu. Meine Güte. Der Einzige, der den Kampf irgendwie halbwegs vernünftig spielen hätte können. Ja gut, dann. Jetzt kommt auch Top-Genesung noch. Ey, leck mich doch. Also ich dachte ehrlich gesagt, dass ich... Also ich weiß, dass ich Probleme bekommen werde, aber gegen Lamos hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja gut, Erdbeben bringt auch nichts. Ich könnte Risikotackle noch probieren. Mal schauen, was macht das? Ja, der gefällt mir schon besser. Okay, Gene ist eigentlich relativ Schnuppe, weil das bringt halt eher Vorteile gegen für Relaxo, wenn der einpennt. Ich meine, für was habe ich denn die Schlafrede? Gut, nice. Und aufgrund, dass er so viele KP hat, ist auch das Risiko-Tackle, ehrlich gesagt, auch nicht unbedingt verkehrt. Bei anderen wird Risiko-Tackle ein bisschen mehr ausmachen. So, jetzt kommt das Lapras. Okay, ja, das muss Relaxo leider jetzt kurz mal klären. Wenn es für ihn knapp wird, ich glaube, dann ja, setze ich auch einfach mal eine Top-Genesung an. By the way, 30 Top-Genesung habe ich insgesamt zur Verfügung. Also so viele habe ich zumindest gekauft. Oh Gott, ey, jetzt kommt Verwirrung. Verwirrung, Pennen, alles klar. Vielleicht auch Paralyse, vielleicht dann auch. Wenn ich wieder aufgewacht bin. Warte mal, was? Man kann sich im Schlaf durch die Verwirrung... Das meint der nicht ernst, oder? Das ist jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen lame. Alles klar. Gut, dann ist es an der Zeit mal dafür. Wo haben wir es? Hier, 30 Top-Genesung. Also, dann geht die erste drauf. Aber Relaxo macht seinen Job jetzt schon mal gut. Als Level 50er Tank ist er wirklich nice zu verwenden. By the way, das zum Thema, ich mache heute 3 Trainer. So, jetzt reicht's aber, Risiko-Tackle. Wieder Konfusstrahl. Ey, halt's Maul. Fang jetzt nicht so an. Nur wenn ich keine Auswege mehr sieht, kommt jetzt mit sowas, oder wie? Okay, diesmal hat's nicht funktioniert. Let's go, zack. Okay, das schluckt aber schon ganz schön gut. Okay, der Eisstrahl. Ja, solange Lapras keine Kampfattacken kann, ist mir der Rest eigentlich egal. Ein Kampf ist so ziemlich das Einzige, was ihm wehtun könnte. Ja, und es geht sich knapp nicht aus. Was war das jetzt? Citrobeere. Okay, erhöht ganz leicht seine KP. Gut, ich würde trotzdem sagen, ich lasse nichts anbrennen. Jetzt brauche ich halt den Topschutz, das Top-Elixier nicht. Ich glaube, ja, ein Hypertrank reicht komplett. Der hält ja auch 200. Muss gucken, dass ich bei den KP bleibe. Erholung ist mir leider... Boah, komm. Erholung wollte ich gerade sagen, ist mir jetzt gerade ein bisschen zu Risiko. Weil wenn da jetzt ein Angriff kommt, ich hatte jetzt sicher erwartet, dass Top-Genesung die spielt. Das macht es natürlich wieder unnötig, gerade meine Aktion. Weil ich wollte jetzt sagen, dass ich Top, dass ich Erholung jetzt nicht einsetzen möchte. Weil wenn Lapras angreift und ich dann mich noch selbst verletze, so wie jetzt gerade, dann hätte das eventuell in die Hose gehen können. Mann, jedes Mal habe ich bei Lorelei so viele Probleme. Spätestens bei dem Lapras ist bei mir immer Game Over fast. Ja, Surfer, okay, gut. Nice, dass ich die Erholung eingesetzt habe. Geht sich das überhaupt aus? Perfekt. Dann spare ich mir wenigstens jetzt mal einen Trank wieder. Aber ist egal, ich wette, da kommt jetzt gleich wieder Konfusion oder irgendwie sowas. Natürlich! Vor allem Konfusstrahl trifft gerne ab und zu mal gar nicht. Hier jetzt auf einmal schon.
Hier trifft alles gerade. Ja, klar. Ich meine, von den Top 4 hätte ich mir ehrlich gesagt Besseres erwartet als Kung-Fu-Strahl. Und die Schlafrede. Bitte nicht Erholung. Oh, Erdbeben, okay, das passt. Ich habe gerade nur das E gelesen, ich wollte mich gerade aufregen. Ja gut, Erdbeben bringt leider nicht so viel. Achso, warte mal, ich habe ja schon zweimal... Oh Gott, der wacht jetzt auf. Scheiße. Ja gut, da ist die Schlafrede leider jetzt wirkungslos. Okay, ist eh egal, Verwirrung. Kann ich mir schenken. Gut, dann probier ich es jetzt mal mit der Erholung. Fucking Eisstrahl. Wobei, warte mal, das könnte jetzt kritisch enden. Oh, 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 oh. Okay, nicht mehr verwirrt. Passt, alles gut, alles gut, alles gut. Ich gehe wieder pennen. Für alle, die der Kampf jetzt ehrlich gesagt langweilig ist, sorry dafür, aber gegen so einen Lapras musst du halt mit solchen Taktiken kämpfen, vor allem wenn du kein Pflanzen-Pokémon im Team hast und dein Elektro-Pokémon schon down ist. Ja, die meisten würden jetzt sagen, ja komm, machen wir uns jetzt nicht Belebe ein. Ja, wenn wir uns ein bisschen spannender auch machen. Auch wenn mir das gerade eher weniger gelingt. Aber Leute, ist ja noch ein bisschen Zeit und es ist wieder nicht down. Setzt du mal irgendwas ein? Okay, nee. Aber ein Pokémon hat sie nachher noch. Das hatten die noch nicht eingesetzt, was sie normalerweise hat. Oh, okay, gut. Bitte jetzt, komm, bitte, bitte Risikotackle, komm. Schlafrede, ja, wie Erholung, wie. Das war schon wieder zwei Züge vorbei. Ich kann mir das nicht merken. Warum auch zwei? Ganz ehrlich, mach doch drei. So, juckt nicht, komm. Ist nicht mehr verwirrt. Ich darf auch als erstes. Gut. Down, Junge. Kannst nicht eingraben gehen. Boah, ich freue mich jetzt schon auf das Schneiden. Also da werde ich die ganze Zeit nur ausgrauen müssen wegen der anderen Pokémon. An Rosana kommt noch. Okay, gut. Vielleicht habe ich doch noch mal ein bisschen Chance, ne? Rosana ist Psycho und... Ja, gut. Ich gehe jetzt mit Glurak rein. Juckt dich nicht. Einmal Lohe-Kanonade und ich hoffe, die Geschichte ist erledigt. Ich glaube, Rosana kann keine Wasserattacken erlernen. Oder vielleicht schon, aber... Ich glaube nicht, dass Iris eine irgendwelche hatte. Und deswegen, ne? Verpiss dich. Adios. Wenn das jetzt eine Lohe-Kanonade überlegt, dann kriege ich die Krise, okay? By the way, wenn ich das erste Mal, wo sowas passiert wäre, irgendwie, dass so eine starke Attacke mit 150 irgendwie doch nicht läuft, obwohl sehr effektiv. Du bist besser, als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Gut, jetzt wollte ich sowieso erstmal ein Heal wieder. Ey, ich hätte nicht erwartet, dass Raichu drauf geht, by the way. Das war nicht geplant. Aber das zeigt, dass man diese Top 4 von früher, von den früheren Spielen, auf keinen Fall unterschätzen darf. Weil sonst kommt sowas eben. Ja, und auf einmal hast du... Ja, bist du down. Aber Leute, Relax hat jetzt schon einen guten Job gemacht. Wobei, ich glaube, im nächsten Kampf wird es nämlich lustig werden, weil da kann er uns relativ wenig helfen. Ich glaube, das nächste müsste nämlich Kampf bzw. Boden oder sowas sein. Ich will mich jetzt gerade nicht festlegen, ja? Ganz egal, was es ist, ich rüste mich schon mal für den Fall der Fälle aus. Wobei, es ist wirklich so klug gerade. Was habe ich denn nochmal gelernt alles? Drachenklaue kann er noch, stimmt schon. Ich bin mir gerade unsicher, was als nächstes kommt. Ich gehöre zu den Top 4, mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe mit Pokémon pausenlos trainiert. Nemado, wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff. Ja, das hört sich stark nach Kampf an. Ich wusste doch, dass es Kampf ist. Der vierte wird ein Spaß werden dann von den Top 4. Aber den sollten wir noch ohne Probleme hinbiegen. Wart, Onix.
Okay, vergesst alles, was ich gesagt habe. Vierfach Schwäche gerade. Scheiße. Yugong, I need you. Machen wir mal Täter-Opfer-Umkehr und, ja, ich hatte es schon befürchtet irgendwie fast. Okay, er trifft aber nicht. Ey, das wäre jetzt eine Tragödie gewesen. Stell euch vor, der hätte getroffen. Ey, gar nicht auszumalen, was da passiert wäre. Da wäre Glurak einfach weg gewesen. Der hätte niemals einen Felsknab überlebt. Nokchen, okay, jetzt muss ich leider... Ach so, stimmt ja. Jetzt weiß ich, warum ich Boden auch im Kopf hatte. Der war so eine Wechselgeschichte. Also er hat Kampf-Pokémon eingesetzt, glaube ich, vorrangig, aber er hat auch ab und zu auf Boden und Gestein gesetzt. Das war. Na gut. Ja, wie zu erwarten, überlebt es leider. Und es kommt der Felsgrab. Ich bin down. Ja, RIP Glurak. Der hat's überlebt. Kuss geht raus, Junge. Kuss geht raus. Okay, Kuss geht trotzdem raus. Danke für den schönen Kampf. Hätte nicht erwartet, dass er eine Vierfach Schwäche aushält. Gut, wir brauchen irgendwas, was schneller ist und das kann nur Raichu sein. Raichu ist schnell genug, dass er als erstes darf. Und das macht Raichu bei dem Ruhe so gefährlich. Er ist von der Initiative einer der schnellsten überhaupt. Das heißt, für den ersten Angriff ist er immer gut zu haben. Und das nächste Onix wieder. Stimmt, der hat ja zwei Onix gehabt. Gut. Das sind natürlich zwei Geschenke, die ich sofort ausnutze. Ich bin mir bei der unsicher, ob Eis auch eine Vierfachschwäche war von Onix. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, only Pflanzen und Wasser war es. Ich meine, was wäre das überhaupt für eine Typen-Kombi dann auf einmal, wenn er drei Vierfachschwächen hätte? Ich meine, zwei sind ja schon heftig genug. So, Yugong Level 52 Kikli kommt jetzt. Oh, was soll ich da einsetzen am besten? Psycho habe ich halt nicht im Team. Und Kikli könnte jetzt auch gefährlich werden. Ich würde sagen, ich hebe einfach mal ab und hoffe auf das Beste. Durchbruch. Ja gut, ich hatte schon befürchtet irgendwie. Vielleicht geht es sich aus, ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Doch! Okay, passt, Aerodactyl-Legende. Gut, dass ich den Fliegen beigebracht habe. So, dann haben wir das auch. Und das letzte, was jetzt kommt, ist Machomai. Mai, 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 das passt sogar gut, Gras. Gut, ich kann wieder abheben. Ich hoffe, dass Aerodactyl jetzt nochmal... Oh ne, Protzer, das ist ja noch schlimmer. Ja, jetzt kann ich mich gar nicht auf eine... Ja gut, das überlebt er hundertprozentig. Boah, mit mehr als der Hälfte sogar. Kreuzhieb. Scheiße. Nein. Nein, nein und nochmal nein. Das Machomai macht mir jetzt keinen Strich durch die Rechnung. Kampf. Was ist denn noch schneller? Jetzt muss ich wieder auf Raichu setzen. Und weh, der hat irgendwas mit Felsgrab. Ich krieg die Krise, wenn er das kann. Ich meine, ich hätte eine Idee. Ich könnte auf Konter setzen, genau. Kreuzig, perfekt. Wobei, wobei, wobei. Ich hab nicht riskieren dürfen. Oh, wenigstens die Statik. Ey, ich krieg's nicht hin gerade. Yugong ist im Arsch. Nidoking, weiß ich nicht. Ich kann nicht irgendwas mit Nidoking gerade herauszaubern aus dem Hut. Ich grab mich einfach mal ein. Grimasse, okay. Also er kann Grimasse, er kann Protzer, er kann Kreuzhieb. Und das bringt absolut gar nichts. Das war ein Grimasse nochmal. Okay, er senkt meine Initiative. Was war Kreuzhieb vom Typen überhaupt nochmal? Das ist gerade die gute Frage.
Ja, komm, Durchbruch, let's go. Ha, bringt auch wieder nichts. Okay, Paralyse wirkt gerade. Wir müssen aber trotzdem aufpassen, er hat noch nichts eingesetzt in die Richtung, deswegen... Ich glaube, es ist klüger gerade... ...jetzt den ersten Beleber zu spielen. Ich würde sogar sagen, den ersten Top-Beleber. Nur auf wen? Ich setze ihn auf Glurak ein. Und ich werde da mit einer fetten Loe-Kanonade kommen. Deswegen, ich bin jetzt einfach mal vorsichtig. Ich würde sagen, wir setzen weiter auf Durchbruch und senken erstmal noch ein bisschen seine Sachen. Was willst du eigentlich von mir? Warum kommt jetzt kein Kreuz? Oder ist der Kreuzhieb nicht effektiv genug? Das kann auch sein. Bitte sag halt einfach nur, du hast nichts irgendwie in die Richtung mit Gesteinsattacken, ne? Weil sonst ist es echt vorbei. Okay, er greift aber nicht an. So, jetzt die gute Frage. Eroas oder Loe-Kanonade? Komm, Loe-Kanonade. Treffen muss man auch! Er kann Facegrab. Du dreckiger Bastard, nee. Jetzt reicht's mir. Jetzt hast du die Wut von Relaxo geweckt. Und verpiss dich aus meinem Leben. Alter. Damit hat er mich gerade jetzt echt... Der hat mich jetzt gerade echt fett beschäftigt. Alter Verwalter. Ich bin erledigt. Doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Warum müssen... Ich glaube nur deswegen... Stimmt, das haben die hundertprozentig nur deswegen gemacht, weil wenn du eben Glurak als Starter genommen hast, also Glumanda, dann kannst du ihn halt kaum einsetzen, weil du immer die Vierfachschwäche hast. Und das ist mir da gerade zu Verhängnis geworden. Also tatsächlich, er hat den Felsgrab von mir geheim gehalten, dass er den kann. So ein Bastard, wirklich. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Na gut, dann würde ich sagen, ich heile mich jetzt noch mal kurz fertig und dann, ja, beenden wir den Part schon. Also wir werden das in drei Parts machen, jetzt die ersten zwei, im nächsten Part dann die nächsten beiden und dann nochmal ein finaler Part mit dem Champkampf und den Credits. Ja, und dann sind wir eh noch nicht fertig, da kommt auch noch ein bisschen was danach. Und vor allem, da müssen wir uns schon mal vorbereiten oder einen Gedanken darauf vorbereiten, auf die Rematches. Denn auch die sind nicht ungefährlich oder nicht einfach, sagen wir es so. Ist, glaube ich, das bessere Wort. Na gut, Leute, dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.